Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, man versteht mich. Irgendwie habe ich gerade mein Mikrofon verloren. Oh, nein. Ich bin gefragt worden, wo meine Präsentation ist. Also ich habe keine dabei. Ich glaube, ich habe so viel zu erzählen und so viel im Kopf. Ich werde ein bisschen was erzählen, was im letzten Jahr passiert ist bei der Allianz Deutschland. Wo jeder vielleicht denkt, wow, Allianz, irgendwie großes Versicherungsunternehmen, vielleicht irgendwie alt eingesessen, 125 Jahre. Aber wir haben tatsächlich viel bewegt und ich werde ein bisschen was erzählen, was die Alsikur, die Direkttochter der Allianz, gemacht hat in den letzten zwei Jahren und was wir tatsächlich jetzt in unseren Mutterkonzern, in die Allianz Deutschland, überführt haben. Ich selbst habe eine sehr lange, agile Historie, also bin Softwareentwickler, habe Plattformen im wirklichen Retail, im Online-Retail-Bereich, in E-Commerce mit aufgebaut und bin seit zweieinhalb Jahren bei der Allianz Deutschland. Habe dann dort die Aufgabe bekommen, die Alsikur, das ist die Direkttochter, also wird in vielen Ländern, in vielen OEs als Direktmarke verwendet bei der Allianz. Die Alsikur Deutschland mit umzugestalten und eben dort die Entwicklungsplattform, die Architektur komplett neu zu machen. Das habe ich begonnen vor zweieinhalb Jahren, habe mir das angesehen, was dort aufgebaut wurde, habe die Strukturen angesehen, habe dann festgestellt, okay, IT, relativ klein, ganz am Ende der Nahrungskette. Das heißt, es gibt ganz viele Einheiten bei der Allianz, die Fachanforderungsdokumente schreiben, die Übergaben machen, die Pseudocode machen und am Ende ist die IT da, die dann tatsächlich dann mit der Umsetzung beauftragt werden. Fand ich als ITler relativ schlecht, dass wir am Ende dann mit allen Aufgaben, die sind gelöst worden, es wurden alle Probleme und Architekturfragen beantwortet und die IT musste dann in Scope, Budget and Time umsetzen. Ich habe das geändert, ich habe sozusagen die IT nach vorne geholt, also habe dann gesagt, okay, wir müssen hier die Schlüsselpositionen bei uns besetzen, wir können nicht nur externe Dienstleister dort auch verwenden und habe dann tatsächlich geschafft, wirklich in Gesprächen, also in einer Co-Location, das ist so das, was immer in der agilen Welt immer gerne da ist. Das heißt also, alle Leute sind an einem Ort, arbeiten fokussiert an einem Thema, sind gleichberechtigt, keine Hierarchien. Es wird über Visionen gesprochen, es werden die Visionen runtergebrochen in kleine Einheiten und dann wirklich in agilen Iterationen wird dann Software entwickelt. Die Software wird vertestet, das heißt also, was wir machen, ist in kurzen Einheiten sofort Software sichtbar zu machen, den Anforderern, den Stakeholdern zu zeigen, den Endkunden zu zeigen. Endkunden bei der Allianz sind natürlich sowohl Vertreter, Makler, als auch natürlich der digitale Kunde. Online zu sehen, funktioniert das Ganze, was wir uns ausgedacht haben. Das zu vertesten, zu bewerten und dann zu sagen, ist es der richtige Weg oder müssen wir vielleicht einen anderen Weg eingestalten. Die Alsikur hat tatsächlich, was wir gemacht haben mit einem relativ kleinen Team, ist die komplette Architekturplattform, ich glaube, sehr auf Open Source zu bringen. Also das heißt, sehr flexibel zu gestalten, sehr modular. Vorher war es ein großer Monolith, der sehr schwer war zu deployen. Jetzt haben wir kleine Einheiten von Pricing, von Produkt bis hin zu der Oberfläche. Eben dort wirklich versucht, die Layer, die verschiedenen Einheiten zu trennen. Das Ganze hat meinem Chef, dem CIO der Allianz Deutschland, den Dr. Nolte, sehr gut gefallen, dass er gesagt hat, wow, tolle Idee, es klappt ganz gut bei der Alsikur, lass uns das irgendwie für die große Allianz auch probieren. Das war so Ende des Jahres, wo wir telefoniert haben. Ich war damals im Urlaub und hat mich angerufen und gesagt, also wir müssen irgendwie die Allianz, der große Tanker, irgendwie bewegen. Das Speedboot Alsikur funktioniert gut, aber der Tanker Allianz ist zu langsam. Wir sind zu dem Zeitpunkt umgezogen in die Seidelstraße, das ist direkt nahe am Bahnhof hier in München. Und dann haben wir dort wirklich Flächen angemietet, haben dann auch versucht, irgendwo die Flächen relativ großräumig, also Großraum, Flächen ähnlich wie hier zu gestalten und haben gesagt, okay, lass uns hier einfach eine wirklich agile Community schaffen, lass uns hier die ersten Themen reinbringen, lass uns einfach mal Offsite von Unterföhring, also dem Headquarter der Allianz Deutschland, dort tätig werden und dann haben wir relativ schnell die ersten Themen geerbt bekommen. Waren meistens Projekte, die nicht funktioniert haben, die irgendwo sehr lange gelaufen sind, die irgendwo nicht wirklich eigentlich relativ schnell das Ergebnis auch gebracht haben und haben dann gestartet, hier wirklich alle Leute reinzubringen in einen Raum, Skills zu Ende wirklich identifizieren, wirklich herauszufinden, wer wird benötigt von UX bis hin zur Fachanforderern bis hin zu den IT-Umsetzern. Haben dann die Teams gebildet. Was wir machen ist an der Stelle, okay, geht schnell, ist wirklich die Vision zu verstehen. Das heißt, was ist die Anforderung vom Kunden her gedacht?
Dann zu sagen, wen benötigen wir für diese Vision? Dort kommt natürlich ganz schnell natürlich die Business-Seite, und die Allianz hat tatsächlich dort extrem viel Erfahrung, ganz tolle Leute, die sehr gut erklären können, vom Versicherungsprodukt bis hin zu den Prozessen, natürlich was ist dort als Anforderung da. Teilweise aber tatsächlich weniger vom Endkunden gedacht, sondern immer wirklich vom Vertreter, wo die Allianz auch groß geworden ist, eben dort versucht, die Prozesse zu definieren. Was wir neu machen, ist tatsächlich zu sagen, okay, Vision, Idee, Leute, Teamschnitt, crossfunktional, end-to-end verantwortlich, kein Systemschnitt, keine wirklich dort Hierarchien oder Strukturen der Allianz abgebildet, sondern sowas wie Endkunde, wie Neukunde, Bestandskunde oder Antrag bis Vertrag in einem kompletten Prozessschritt abzubilden. Ja, und das haben wir gemacht für die ersten Themen. Mittlerweile sind es 9 Stück in München, also 9 Themen, wirklich 9 Vorhaben, die wir dort wirklich von den ersten Phasen dort in den Entwicklungen begleitet haben. Was wir machen ist, wir haben ein Review Board dort gegründet. Das heißt, also ein Thema muss sich bewerben, ähnlich wie Shark Tank heißt es in Amerika. In Deutschland heißt es, glaube ich, die Höhle des Löwen. Das heißt also, jemand kommt mit einer tollen Idee zu einem Gremium und sagt, wow, ich möchte hier investieren in eine neue Antragsstrecke, in ein neues Versicherungsprodukt. Dieses Gremium bewertet die Idee, legt Messpunkte fest, dass es sagt, okay, was können wir hier an Conversion Rate Steigerung, an wie viele Abschlüsse möchten wir machen, wie viel Kundenzufriedenheit in NPS möchten wir erreichen. Das wird dann festgelegt, dann machen wir ein MVP, also ein Minimum Viable Product für 100 Tage und sagen, für 100 Tage geben wir diesem Team 100.000, 200.000, 300.000 Euro. Dieses Team wird dann sozusagen in der Seidelstraße bei uns dort ongeboardet in 2 Phasen. Inception Phase 1 heißt Vision erkennen, dann Discovery and Framing Phase, wo wir dann alle zusammen versuchen, aus dieser Vision Pakete zu bilden. Und dann gibt es die Inception Phase 2, wo dann das Team sich in diesen 100 Tagen in diesem Timeslot committet. Was passiert in diesen 100 Tagen? In diesen 100 Tagen wird dann sehr agil, also nicht Scrum, nicht Extreme Programming, das ist so eine Mischform, hier versucht, eigentlich Software zu entwickeln. Alle Leute, die schon da sind, arbeiten mit. Alle Leute, Abhängigkeiten, die vorhanden sind, sind ja in der agilen Vorgehensweise relativ schnell erkennbar. Und anhand der Transparenz sieht man, man hat jetzt hier viele Berührungspunkte. Man muss vielleicht den Experten, der einen gewissen Service zur Verfügung stellt, noch mit ins Team reinbringen. Das heißt also, wir versuchen da relativ agil das beste Team-Setup zu finden und dementsprechend dann hier das wirklich den höchsten Business-Value für die Allianz auch zu kreieren. Das Schöne ist, wir haben tatsächlich in der Allianz extrem viele Spezialisten in einzelnen Bereichen, von Versicherungsprodukt bis hin Prozessen, Schadensprozesse. Aber diese Kundensicht, wirklich die Kundenbefragung, Interviews zu führen, das Feedback direkt auch zu bekommen von Vertretern, von Online-Kunden, diese mit einfließen zu lassen für den nächsten Sprint, war extrem hilfreich, um das Softwareprodukt tatsächlich dann, wenn wir es auch live setzen, in eine Beta-Phase gehen, wirklich eigentlich einen sehr hohen Kundenwert und Kundennutzen auch zu erreichen. Das hört sich alles sehr gut an, ist auch sehr gut. Wir haben heute eben tatsächlich 6 Monate Feier gehabt im agilen Trainingscenter. Die Leute, die dort sind, die möchten gar nicht mehr weg, weil die tatsächlich schätzen gelernt haben in so einem 125 Jahre alten Unternehmen wie der Allianz, wo viele Hierarchien, viele Strukturen bestehen, einfach mal ungezwungen auf Augenhöhe mitzuentwickeln, mitzudiskutieren, mit Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, die nächste Hürde, die wir vorhaben, ist tatsächlich dieses Modell, dieses Trainingscenter natürlich weiter zu skalieren. Wirklich hier zu sagen, wir sind Multiplikator für unser Unternehmen, für die Allianz. Wir bringen dieses agile Mindset auch mit in die Allianz mit rein. Und das ist so die nächste Hürde. Und da sind wir auch dabei, hier schon die ersten Konzepte zu entwickeln, dass wir sagen, was passiert, wenn dieses Team dann als Team wieder zur Allianz geht. Dort sind dann meistens bei eben der Betriebsorganisation, in der IT, im Fachstab, beim Produktgeber natürlich einzelne Einheiten, die auch räumlich getrennt sind. Das darf nicht sein, weil ich glaube, genau die Stärke des Teams an der Stelle ist wirklich in einem Raum eigenverantwortlich mit allen Skills vorhanden zu sein. Und ich glaube, somit, wir sind Inkubator aktuell für die Allianz. Wir lernen sehr viel, was gut funktioniert.
Natürlich in so einem sehr großen Unternehmen wie der Allianz ist es nicht so einfach, dort komplett agile Strukturen einzuführen. Und ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir herausfinden müssen in der Transformation, was es bedeutet, genau hier das richtige Setup zu bilden, mit allen richtigen Führungskräften auch zu sprechen, die aktuell etwas auch Machtverlust dort spüren, die vorher sehr tief in den Prozessen mit dabei waren und jetzt Leute abgeben müssen und eigentlich nicht mehr involviert werden bei Entscheidungen. Ich glaube, das ist so eine Hürde und wirklich das Unternehmen dann auch wirklich versuchen, hier komplett neu zu schneiden. Wir werden komplett neue crossfunktionale Teams dort bilden müssen und das wird spannend werden, das mit zu begleiten, von dieser kleinen Keimzelle, die wir in der Seidelstraße haben, bis hin bei der Alsecur dann dementsprechend das auch und bei der Allianz zu skalieren. Ja, was kann ich noch sagen? An der Stelle eine Minute, fast zu schnell. Wir hatten, eben was zum Beispiel auch sehr, sehr gut auch da ist, wir haben uns Hilfe auch geholt. Ich habe bei der Alsecur damals sozusagen E-Commerce-Spezialisten, die agil unterwegs waren, mit reingebracht, die wir dann in Pair-Programming, in Test-Driven Development versuchen, hier wirklich mit den Allianzern zu verbinden, Pairs zu bilden, wirklich Vier-Augen-Prinzip auch zu verwenden. Und ich glaube, das ist einer der Erfolgsfaktoren, zu versuchen, das Team auch agile Spezialisten zur Seite zu stellen, um dann im Team auch das Wissen zu verbreitern. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Pivotal auch erst in den letzten Tagen bekannt gegeben. Pivotal macht neben der agilen Vorgehensweise auch Cloud Foundry. Das ist so eine Plattform, also Service-Software, die sie mit anbieten. Und somit, wir versuchen sowohl in der Development-Phase bis hin eben also wirklich in der Skalierung, in der Deployment-Pipeline schnell Software zu delivern. Ja, das war's. Schwer in 12 Minuten. Ja.